Denn Bastian Baumann, er ist Leiter vom Checkpoint, wird uns nun in seinem Vortrag darstellen, wie Sie im Checkpoint Ihre Klientinnen erreichen. Wir sind sehr gespannt auf deine Ausführungen. Bastian, bitteschön. Vielen Dank, Philipp. Guten Abend miteinander. Mein Name ist Bastian Baumann. Ich bin der Leiter des Checkpoint Zürichs. Ich würde Ihnen gerne einen kurzen Überblick geben, was ist der Checkpoint genau, woher kommt er und wie, mit welchen Maßnahmen und Ideen versuchen wir unsere Klientinnen zu erreichen. Das ist der Checkpoint Zürich. Wir sind, die Arut war auch mal in diesem Gebäude an der Konradstraße 1. Wir haben mittlerweile recht ausgebaut und sind jetzt auf 3 Stockwerken präsent und sind ursprünglich mal gegründet worden als, ich nenne es Selbsthilfeprojekt. Man hat vor vielen Jahren gemerkt, dass die medizinische Versorgung damals besonders für schwule Männer nicht zufriedenstellend war. Und hat deshalb den Checkpoint Zürich zusammen mit der sexuellen Gesundheit Zürich, das ist die frühere Zürcher AIDS-Hilfe und der Arut auf die Beine gestellt. Wir haben auch ein Jubiläum, nämlich das 15-Jahr-Jubiläum zusammen mit der Arut, die das 30-Jahr-Jubiläum hat. Wir sind so ein bisschen ein Bienenstock oder ein Bienenhaus. In den letzten 15 Jahren sind wir sehr gewachsen. Wir sind mittlerweile die größte HIV- und STI-Klinik in der Schweiz. Haben den Fokus ein bisschen weggenommen vom nur schwulen Mann hin zu queeren Menschen. Das heißt, alle Menschen, die sich jetzt nicht heterosexuell bezeichnen oder cis sind, sind aber offen für alle. Das heißt, wir haben ca. 30 bis 40% unserer Klientinnen sind heterosexuell und fühlen sich von unserem Angebot angesprochen. Jährlich haben wir rund 25.000 Konsultationen und sind aktuell 27 Mitarbeiter. Ich gehe nur kurz auf die einzelnen Bereiche ein nach dieser Folie. Wir sind ein Kosmos, der eher komplex ist. Wir haben die Arut mit Medizin, Psychologie, Beratung und wir haben die Sexuelle Gesundheit Zürich, die Gelder kriegt vom BAG, Kanton, Stadt, Zürich, AIDS-Hilfe und der Pharma. Das alles zusammen macht den Checkpoint aus. Der eine Hauptteil ist das Testing. Dort haben wir rund 12.000 Konsultationen im Jahr von Menschen, die einen STI-Test machen. Dann haben wir die innere Medizin. Dort haben wir rund 10.000 Konsultationen. Dort haben wir vor allem den größten Teil auf die HIV-Therapie gelegt, aber auch auf Infektiologie und die Betreuung von Transmenschen. Wir haben einen Psychologiebereich, Psychiatrie. Dort haben wir rund 5.000 Konsultationen pro Jahr. Das ist der Fokus dort auf die psychologische Beratung, vor allem auf queere Themen, also Coming Out, Identität, Mobbing etc. Haben aber auch immer einen größeren Teil von Chemsex-Betreuung, also Menschen, die beim Sex Drogen konsumieren. Und auch ein großer Fokus auf die Betreuung von Transmenschen in ihrer Findung der Geschlechtsidentität und dessen Beratung. Dann haben wir den Bereich Prävention. Das ist ein Team, das auf die Gasse geht, an Partys geht, Sexclubs, in Saunas geht und die Leute dort direkt anspricht, mit ihnen ihre Präventionsstrategien bespricht. Wir betreuen sehr viele Male Sex Worker, also männliche Prostituierte, und wir haben unterschiedliche Kampagnen, zu denen komme ich gleich noch. Und eine Administration, die sich um alles rundherum kümmert, Telefon, Termine etc. Man könnte sich jetzt fragen, warum machen wir das alles? HIV ist weniger ein Thema. Ich habe die Zahlen bis 2019 und man sieht, HIV, die Infektionszahlen sind gesunken, stagnieren aber seit 17, 18, 19, das sind sehr schwach fallend. Dahingegen steigen die Zahlen von Syphilis, also die schwarze Linie ist massiv am Ansteigen und das Gleiche bei weiteren Infektionskrankheiten wie hier habe ich Gonorrhoe, also Tripper, das am Explodieren ist und Chlamydien, das auch sehr ansteigend ist. Wenn man diese Folie zeigt, das ist eigentlich grundsätzlich der rote Pfeil interessant.
warum es die Checkpoints braucht. Man sieht hier, dass rund 25% der HIV-Neudiagnosen bei Männern, die Sex mit Männern haben, in einem Checkpoint gestellt werden. Das heißt, wir haben hier einen sehr großen Teil, tragen wir dazu bei, dass Neuinfektionen auch gefunden werden, und zwar in einem Checkpoint. Wenn man nun die Zahlen anschaut von 2020, einem Corona-Jahr, sieht man, dass wir rund 7.700 HIV-Tests gemacht haben und davon 57 reaktiv waren. Das heißt, wir haben leider auch heute noch circa einmal pro Woche eine HIV-Neudiagnose bei uns. Und die Anzahl Tests oder reaktiven Tests, zum Beispiel bei Gonokokken, Chlamyden, sind bei uns bei rund 10%. Das heißt, es braucht Orte wie uns auch weiterhin, auch wenn HIV vielleicht am Abnehmen oder am Stagnieren ist, gerade auch die weiteren Infektionskrankheiten sind leider am Kommen. Wie erreichen wir unsere Klientinnen? Wir versuchen, eine hohe Qualität zu gewährleisten, faire Preise, gutes Angebot an Öffnungszeiten, und wir möchten, dass die Leute auch mit Menschen sprechen können, die selber homosexuell sind oder LGBT-friendly, also ihre die Lebenswelt von Menschen, von queeren Menschen auch kennen. Und wie wir das schaffen, ich habe gegen Schluss noch zwei, drei Beispiele mitgenommen, wie wir versuchen, nah an unsere Zielgruppe zu bleiben. Wir haben während Corona HIV-STI-Home-Kits entwickelt. Das heißt, die Leute konnten sich ihre Tests nach Hause bestellen und dann direkt einschicken, dass sie nicht zu uns kommen mussten. Wir wurden vom BAG beauftragt, einen Best-Practice-Bericht zu machen als schweizweites Vorbild. Wie betreut man KlientInnen, die trans sind? Wir sind das größte Studienzentrum von Swiss Prepared. PrEP ist eine Möglichkeit, sich vor HIV zu schützen mit einer Pille, einer Tablette. Dort haben wir einen großen Teil beigetragen, dass dieses Programm vorwärts getrieben wird und eine weitere Präventionsmethode vorhanden ist. Wir haben auch aktuell, gerade im Mai, nehmen wir teil an Kampagnen, dass sich Menschen für weniger Geld testen lassen können auf die diversen Infektionskrankheiten. Zurzeit läuft die bis Ende Mai. Und wir haben vor wenigen Monaten ein neues Laborgerät in Betrieb genommen, was uns ermöglicht, jetzt als schweizweite erste STI-Klinik die Tests anzubieten auf Chlamydien und Gonokokken, diese innerhalb von wenigen Stunden auszuwerten und im besten Fall gleich noch am gleichen Tag zu behandeln. Das heißt, die Dauer vom Test zur Behandlung hat sich enorm verkürzt. Zudem bieten wir, wenn es Corona erlaubt, auch eine Veranstaltungsreihe an zu HIV- und LGBT-Themen. Das findet ihr alles auf unserer Webseite. Und wenn dann wieder die Bars und Clubs offen sind, wir haben ein mobiles Präventionsteam, das an Partys unterwegs ist, die Leute anspricht und sie berät und auch vor Ort testet. Und wir sind auf Social Media präsent. Wir haben einen YouTube-Kanal und einen Instagram-Kanal, wo wir versuchen, gerade die jüngeren Zielpublikums anzusprechen und über die Themen von uns zu informieren. Das als Abschluss, wir bieten einen Safe Space für queere Menschen. Wir versuchen das auf einer Vertrauensbasis zu machen, dies auf hohem Behandlungs- und Beratungsniveau. Wir haben ganz stark eine vorurteilsfreie Prävention, eine vorurteilsfreie Beratung und versuchen stets am Puls der Zeit zu bleiben. Und das schafft eine Schadensminderung. Wir hoffen, dass unsere Klientin sehr gut informiert sind, durch Wissen, wie sie sich schützen können. Und das gibt am Ende selbstbestimmte und sehr aufgeklärte Klientinnen. Da werde ich am Schluss meiner Präsentation, falls ihr Fragen habt, dürft ihr sie gerne jetzt stellen oder auch gerne per E-Mail zusenden, die ich dann gerne beantworte. Ganz herzlichen Dank, Bastian, für diese eindrückliche Präsentation. Ich bin wirklich immer wieder beeindruckt, eben was ihr alles anbietet im Checkpoint und auch diesen Weg, den ihr geht. Das ist toll. Ihr seid pionierhaft auch unterwegs mit der ganzen Involvierung der Peers. Da seid ihr für uns sicher ein großes Vorbild. Das war ja Checkpoint von Anfang an. Das ist eine ganz tolle Sache.
Vielen Dank.